Wir sind in Capelinhos auf den Azoren für die dritte Etappe des Triangle Adventures. Vom Leuchtturm hier geht es zur anderen Seite der Insel nach Orta. Dabei werden wir den Krater des Faial passieren. Vor uns liegt eine traumhafte Landschaft, genauso wie an den beiden vorherigen Tagen auf Saint Georges und Pico. Das hier ist die letzte und auch schwerste Etappe der drei. Nicht wegen ihrer Länge von 42 Kilometern, sondern vor allem wegen ihres Höhenunterschieds von 1800 Metern. Es ist ein wirklich anstrengender Aufstieg, sehr steil und ermüdend. Wir erreichen die Caldera, den Hauptkrater des Faial. Die Landschaft ist atemberaubend. Der Vulkankrater auf der einen, der Ozean auf der anderen Seite. Wir sind am Ende des Azoren Triangle Adventures angelangt, nach der letzten Etappe, dem Vulkanmarathon. Der Portugiese Dario Moitoso und die Schwedin Fanny Borgström sind die Tagessieger. Bei den Frauen ging der Gesamtsieg an die Portugiesin Ines Marques. Borgström zahlte damit für einen Fehler am zweiten Tag, als sie sich verlaufen hatte. Ich bin sehr glücklich über den ersten Platz, auch wenn Fanny eigentlich gewonnen haben sollte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und jeder, der Trails und Natur mag, sollte wenigstens einmal in seinem Leben auf die Azoren kommen. Ich hatte ein tolles Rennen mit Ines. Sie hat mich zu Beginn immer ermutigt. Sie hat es wirklich verdient. Du musst deinen eigenen Weg finden. Das ist Teil des Rennens. Drei Tage Abenteuer auf den Inseln Pico, Saint Georges und Faial. Eine Entfernung von 100 Kilometern und 6000 Höhenmeter. Ein Abenteuer, das Euronews hautnah mitverfolgte. Ricardo Figueira e Rodrigo Barbosa, desde os Açores.